Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir wollen heute Returnal nochmal spielen. Wir hatten es ja angezockt im Livestream am 1. Mai. Oh, ich spoilere jetzt nicht, aber, also na, eigentlich schon, aber unfassbar geil. Also Souls-like ist ja eigentlich nicht so meins, aber das Spiel ist der Hammer. Kommen wir aber gleich dazu. Wie gesagt, ich nehme es jetzt hier in 4K HDR auf. Dadurch kann ich keine Kamera machen. Ich könnte Kamera machen, aber dann sieht es ein bisschen doof aus. Die Kamera und teilweise das Spiel. Das ist von der Capture-Karte, von der Software noch nicht passend umgesetzt worden. Mal gucken, vielleicht klappt es ja demnächst. Weil vorher ging gar nicht mit Kamera. Jetzt geht es ja wenigstens mit Kamera schon. Aber nichtsdestotrotz, wir starten einfach mal das Spiel. Ja, jedes Mal, wenn ihr Returnal anfangt, fangt ihr von vorne an. Also praktisch, wenn ihr habt kein Safe Game. Ihr müsst den Abschnitt. Jetzt gucken wir erstmal das Video. Es reicht. Ich verstehe. Ich bin gefangen. Die Übertragung ist das Einzige, was zählt. Astra, ja. Helios ist Geschichte. Selene steigt aus. Ihr seht, unfassbar geile Grafik. PlayStation 5 exklusiv. Ich habe jetzt schon ein paar Waffen und ein paar Sachen. Ich kann euch ein bisschen dazu erklären. Wir gucken uns aber erstmal um, damit ihr das mal so ein bisschen seht. Hier auch mit dem Licht und Nebel und so. Aber ihr wühlt euch nicht an so viel Licht. Es bleibt sehr düster. Wir haben verschiedene Fähigkeiten. Wir haben eine Waffe. Die Waffe hat im Gegensatz so zu dem, was ihr gewöhnt seid, wenn ihr L2 drückt, einfach nur visieren, ist hier etwas anders. Weil wir haben, hier werden die adaptiven Trigger benutzt. Das ist in manchen Situationen etwas doof, aber an sich ganz cool gemacht. Wenn wir nur leicht antippen, wir merken dann einen leichten Widerstand vom Trigger, dann ist praktisch anvisieren und wir können mit R2 schießen. Wenn wir über dieses, ja, anvisieren, über diesen Hindernis, über dieses Hindernis drüber drücken mit L2, visieren wir an und wir haben, ja, wie ihr seht, eine größere, also den größeren. Also Granaten oder bei manchmal ist es halt nur ein Stromstoß, also mehr Energie, die abgezogen wird. Mit Viereck haben wir eine Nahkampfwaffe, die habe ich gestern kurz vor Schluss noch bekommen. Jetzt heißt es, die Waffe ist wieder fertig, wenn diese Geräusch kam. Mit Kreis können wir halt hier so nach vorne springen, was auch zum Ausweichen genutzt werden kann. Viereck ist Springen und Dreieck ist Sachen scannen. Ja, hier hoch kommen wir halt nicht. Wenn wir jetzt die Sachen finden zum Scannen, also wir könnten am Anfang noch nicht alles machen. Dann drücken wir halt Dreieck. Vielleicht finden wir jetzt hier noch was zum Scannen. Ich weiß es nicht, wenn wir mal gucken. Also wir haben hier Einstellungen. Tutorials. Also Tutorials sind sehr hilfreich. Hier haben wir schon wieder ein neues. Da kann ich euch das zeigen mit dem Würfel zum Beispiel. Den habe ich gestern noch gekriegt, aber nee, Quatsch, da habe ich mich modifiziert, mein Anzug. So, Einstellungen, Zyklus neu starten, können wir den Zyklus neu starten. Also das heißt, wenn ihr jetzt hier, ihr könnt nur Pause machen, rausgehen aus dem Spiel oder halt im Spiel bleiben, aber ihr braucht keine Pause drücken in irgendeiner ruhigen Ecke. Ja, und dann die PlayStation in Ruhemodus machen. Weil, wenn ihr jetzt sagt, wir haben jetzt einen bestimmten Level fort. Warte, ich zeige euch das am besten noch besser. So. Wir gehen mal hier. Ihr seht, die Landkarte ist erweitert. Oh, hier sind sie jetzt. Thank you.
Also die Nahkampfwaffe ist schon recht heftig, wenn man dazu kommt, sie einzusetzen. Hier können wir was scannen. Das ist jetzt zum Beispiel ein 3 von 10, weil wir schon welche gescannt haben. Das geht halt nicht verloren. Hier kommt man noch nicht durch. Ich hoffe irgendwann mal. Ah, hier haben wir auch noch was zum Scannen. Das sind die Artefakte der Sprache von denen. So, hier haben wir was zum Nehmen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel auch was. Das war so ein... Ja, so Ranken, die kann man aber wirklich nur mit dieser Waffe, die man wirklich... Also ich habe sie ziemlich zum Schluss gekriegt. So, jetzt können wir hier nehmen. Ich kann leider nicht scannen, weil ich das schon kenne. Hier müsst ihr aufpassen. Hier unten haben wir dann auch nochmal. Da dürft ihr nicht rintreten. Das kriegen wir noch nicht kaputt. Ihr habt auch so Schnellreiseportale hier, die ihr aufdecken könnt, die ihr nach und nach finden werdet. Und da könnt ihr euch innerhalb der Landkarte, das ist jetzt so ein Ding hier zum Beispiel. Das ist jetzt hier so ein Schnellreiseportal, das können wir momentan nicht nutzen, weil wir müssen diese Fähigkeit, um die nutzen zu können, hatte ich ja schon. Muss ich jetzt aber nochmal neu machen. Wo jetzt die Ziel und verschlossene Tür, Zutür, Nebenweg, Hauptweg halt. Das wird sich alles noch extrem erweitern, wenn ihr jetzt hier nach und nach Sachen findet. Da hinten müssen wir hin. Auch mit den Farben der Türen hat was auf sich. Diese hellblauen hier, wie ihr seht. Ja, da gibt es halt was. Also geht es halt weiter ganz normal. Nee. Oder war bei denen hellblau? Nee, das sind normal. Also gibt die noch in hellblau und in dunkelblau. Da sind dann immer besondere Sachen hinter versteckt. Hier geht zum Beispiel lang. Nee, die finden wir nicht. So. Hier geht's nicht weiter. Adrenalin ist ganz wichtig. Da kommen wir aber später hin. Denke ich mal. Weil hier führen irgendwie alle Wege nach oben. Und ein kurzes Anzocken oder ein kurzes Spielen ist hier, wie gesagt, nicht möglich. Ah, guck mal hier. Hier öffnet sich was. Da geht's runter. Da geht's rüber. Das hatte ich noch nicht. Mit so grünen Lichtern an der Wand. Oh, jetzt ist rot. Hat das was zu bedeuten? Also die Sequenz kenne ich noch nicht. Also die Levels werden auch jedes Mal neu zusammengesetzt, wenn ein Zyklus beginnt. Das heißt, die Landkarte sieht immer anders aus. Also ihr könnt euch auch nicht spoilern lassen oder so. Weil den Weg, den ich jetzt hier gehe, der sieht bei euch ganz wieder ganz anders aus. Das zeige ich euch gleich aber auch noch. Hier, jetzt haben wir hier wieder so ein Ding. Können es aber noch nicht. Doch, wir können es nutzen. Also wir hatten noch keins, um es nutzen zu können. Jetzt können wir es nutzen, um hier wieder herzukommen. Brauchen wir nicht, wir müssen weitermachen. Gut, dann behalte ich wenigstens die Fähigkeit. So, wir haben... Ich zeige euch nochmal die... Das sind jetzt so die Daten, die ich jetzt in der kurzen Zeit hier zusammengetragen habe. Na, kurze Zeit, ich habe jetzt 4 Stunden gespielt oder so. Das hat mich halt nicht in Ruhe gelassen, das Spiel. Ich habe auch noch 3 Einheiten, wie ihr seht. 3 Sachen, die ich noch nicht gescannt habe. Die mir noch fehlen für diesen Abschnitt. Und
hier die Schrift, die bin ich auch gerade da am Aufdecken. Hier ist unser Anzug, unsere Waffe halt, erstmal. Ihr werdet öfters Waffen finden, die sich ähneln, also identisch sind. Entweder halt ein höheres Level oder halt ein tieferes Level oder halt, dass der Bonusschlag, Bonusschaden, dass der halt mehr ist oder, was weiß ich, mehr Feuerrate. Da gibt es halt verschiedene Sachen. Das ist unser Anzug. Ich habe den Schlüssel für unser Haus. Ich mal gucken, vielleicht schicke ich den Stream von Twitch auch noch zu YouTube. Will ich, denke ich mal, doch machen im Anschluss von dem Video, damit er da den ersten Lauf da mal komplett sehen könnt. Ich bin so unfassbar gehypt gewesen von dem Spiel. Und immer noch. So. Achso, Anzug. Hier. Wichtig ist, wenn ihr Sachen benutzt, um euren Anzug zu modifizieren. Momentan können wir jetzt nur eine Sache nehmen. Vielleicht kommen wir da noch hin. Die gibt immer positive und negative Eigenschaften. Ich hatte gestern Sachen, die haben meinen Anzug positiv beeinflusst, aber auch gleichzeitig mir Lebensenergie ausgesaugt, zum Beispiel. Also das ist halt nicht immer alles positiv. Man muss halt genau abwägen. Auch das neue Teil, das kenne ich nicht. Doch, das kenne ich. Da muss man halt bei manchen Dingern hier ein bisschen schnell sein. Oh, Scheiße! Da habe ich mich jetzt so schön verguckt. Hier haben wir auch in der Zone. Ah, hier haben wir jetzt eine Kiste. Das ist sehr gut. Man kann hier auch, wie ihr seht, mit der Waffe einige Sachen kaputt machen. Nicht alle. Gehen wir hier hin. Und wenn ihr Pflanzen seht, niemals selber kaputt machen, immer drauf schießen. So, und hier haben wir jetzt so eine Kiste. Die können wir öffnen. Und wie ihr seht, wir kriegen jetzt eine Waffe. Die hat aber 40% mehr Kurzlauf. Die nehmen wir natürlich. Ich habe bis jetzt diese Waffe gehabt. Ich habe eine Schrotflinte und Maschinengewehr. Also vier Waffentypen hatte ich bis jetzt. Wie ihr seht, ist jetzt die gleiche Waffe. Die will ich hier nur. Sachen braucht er alle, die müsst ihr alle mitnehmen. Weil für diese Dreiecke, also diese goldenen Dinger, die ihr hier einsammelt, oh, ist noch einer. Ich vergesse jedes Mal, dass man auch schneller nachladen kann. Warte, ich zeige euch das mal kurz. Wir müssen erstmal nur Lebensenergie holen. Wenn wir hier schießen. Zack. Ah ne, falscher Knopf. Wenn ihr im richtigen Moment R2 drückt,
John. So. Und wir sind wieder voll mit Energie. Manchmal kommt man hier runter auch. Kann man die auch wegmachen, aber hier sind. Ich mich nicht sterben lassen, dann kann ich gleich selber sterben. Oh ne, wir haben noch eine schöne blöde Waffe irgendwann hier. Kann ich euch die gleich mal zeigen. Solange ihr lebt, ist alles im grünen Bereich. Die Energie findet man immer mal wieder irgendwo. So. Und jetzt seht ihr schon, dass die Landkarte schon ein bisschen besser geworden ist. Hier haben wir zum Beispiel. Oh, warte mal hier, das hatte ich vorher nicht. Eine goldene Tür mit einem Stern. Und da ist auch noch eine Kiste. Okay. Und hier unten seht ihr jetzt zum Beispiel diese dunkelblaue Tür. Ne, hinter mir ist die. Die ist da. So, hier haben wir dann auch so ein. So, und hier. 2 von 6. Also. Ich habe letztens 0 von 6 gehabt und habe es einmal komplett durch. Also praktisch war bis zum Endboss und habe da versagt. Jetzt habe ich schon 2 von 6, das ist schon mal sehr gut. Weil das konnte ich noch nicht benutzen. Ich hoffe, dass ich dadurch meinen Anzug irgendwie noch ein bisschen mehr verbessern kann. Ein bisschen skillen kann, um ein bisschen mehr Chancen zu haben. So, jetzt nutzen wir das einfach mal, um da hinzukommen. So, müssen wir mal gucken, ob wir da hochkommen. Das war hier, doch genau. Also, ich habe auch bestimmte Sachen gefunden, wo ich nicht hinkomme. So, genau, und jetzt nach links, hier zum Beispiel. Da komme ich. Also da komme ich definitiv nicht hoch. Da. Ich habe schon gedacht, dass ich hier mit den Viechern irgendwie. Nee. Oder man muss halt schneller sein. Das will ich aber jetzt mit meinem bisschen Energie hier nicht testen.
Genüsse. Und jetzt nach links. Genau. Ah, hier haben wir dann so ein Vieh oben dran. Müssen wir das abschießen. Hier, seht ihr, hier haben wir schon wieder mehr Energie. Und es fängt genau da wieder an. Also so gleich. Wir können das jetzt auch überspringen. So. Und wir sind jetzt hier in einer komplett neuen Welt. Die Bausteine, ihr seht, wir haben alles wieder verloren. Da runter. Manchmal kommt man wieder zum Schiff, manchmal nicht. So, gehen wir jetzt einfach mal hier weiter. Oh. So. Und wir sind jetzt hier. Ah, scheiße. Hier, jetzt kann ich euch mal zeigen, wie das aussieht mit dem Scan. Ich habe hier was Neues gefunden. So, das ist ein Schlüssel. Oder nee? Habe ich verwechselt. So, ich soll jetzt einen Gegenstand herstellen. Doch, Schlüssel. Wie gesagt, nicht alles ist uns freundliche sind. Wir können jetzt mal hier runter gehen. Mit den Sachen, mit den Dingern könnt ihr dann wieder hochgehen. Irgendwo, von da sind wir ja gekommen. Mal gucken, mal daher. Wieder zum Scannen. So, wenn wir das nehmen, füllen wir unsere Energie auf. Also sowas findet ihr auch. Wieder zurückgehen. So. Wir gehen jetzt einfach mal. Opa, weiter. Ach, hier kommen wir jetzt leider nicht mehr zum Raumschiff, oder? Doch, so lang kommen wir noch. Ich will euch noch mal zeigen.
Weil das habe ich beim ersten Mal gedacht, wo ich im Raumschiff war. Weil am Anfang ist man ja noch im Raumschiff drin und kann sich so ein bisschen umgucken. Ach, falsche Taste. Drei. Hier ist halt unser Cockpit. Und hier finden wir auch was. Hier könnt ihr auch was benutzen. Seht ihr halt, dass das Schiff im Arsch ist und ja, von uns dann einige Sachen finden wir noch. Also wir finden auch Aufnahmen von uns in der Welt. So, hier habe ich nämlich gedacht, Mensch, wenn ich mich hinlege, das ist ja so wie bei allen anderen Spielen, legst dich hin, bei Red Dead Redemption oder was weiß ich, legst dich hin und dann wird gespeichert. Scheiße, was. Da haben wir dann halt Albträume. Bei diesem Ding waren wir schon. Wir haben auch schon einen Astronauten gefunden. Am Anfang haben wir ein Band gefunden. Also, der Astronaut verfolgt mich. Und ich wusste ja nicht, was für ein Astronaut. Und da haben wir ihn gesehen. Alles noch sehr, sehr kryptisch. So. Und wenn ich jetzt hier. Also, wie gesagt, wir haben ja nichts. Einstellungen, Zirkus neu starten, Credits, Tutorials, Einstellungen. Dann haben wir Controller, Gameplay, Audio, Video, mehr ist hier nicht eigentlich. Wenn wir jetzt hier rausgehen, Spiel schließen und wir starten, werdet ihr sehen, wir fangen komplett von vorne wieder an. Also ein paar Sachen behaltet ihr, aber nicht alles. Je nachdem, wie weit ihr in der Story voran seid. Seht ihr? Der Loop beginnt wieder. Also mit ihren Zeitschleife-Loops haben sie die, aber der Loop soll ja auch noch kommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt die neue heiße Masche ist oder so. So, seht ihr? Jetzt sind wir auch direkt im Schiff. Ja, ist alles. So. Das Einzige, was gleich ist bei der ersten Tür, ist immer dieser Stein mit dem Loch. So. Und ihr seht, wir müssen alles wieder neu erkunden. Hier, dieser hier. So, und ihr seht, es ist jetzt komplett anders. Wir sind jetzt hier in einem komplett anderen Gebiet. Eine meiner Leichen war noch funktional. Sie hat mich angegriffen und ich habe mich umgebracht. Ich will glauben, dass kein Unterschied zu den eliminierten Bestien besteht, aber... Stimmt das? Oder wollte sie auch nur von hier weg? Das sind solche kryptischen Sachen, die wir hier finden. So. Und ihr seht, da sind wieder Viecher. Ach, jetzt haben wir hier eine Stromwaffe, okay. Das werdet ihr jetzt auch gleich sehen. Ich werde die jetzt nochmal vielleicht benutzen. Kommen wir schon gleich wieder gegen an. Da.
quatschen. Kann ich gerade nicht, Leute, sorry. Das ist mal höchste Anspannung hier. So, Gebiet ist jetzt aufgeklärt. So. Da oben, also entweder kommt noch was, irgendein Mechanismus, dass wir das da nutzen können. Ich hatte ja auch schon so eine Art Roboterarm gefunden, aber konnte ihn nicht genug benutzen. Und ihr seht, so geht es halt weiter und die Türen sind halt auch gekennzeichnet. Hauptziel, Nebenziel und oft muss man aber die Nebenziele verfolgen, um das Hauptziel vorzuschreiten. So, ich würde sagen, aber für die halbe Stunde reicht das. Es ist ein absolut krankes Spiel. Es konnte jetzt noch nicht aufhören. Selbst wo der Endboss mich denn besiegt hatte, habe ich gedacht, da guckst du nochmal nach, warte, da ist das wirklich alles anders. Und ich, selbst da bin ich nicht weggekommen und habe noch mal eine Weile gespielt. Ich bin überhaupt nicht so der Souls-like-Fan, muss ich dazu sagen. Aber es ist für mein Empfinden am Anfang nicht so bockschwer wie Demon's Souls, Dark Souls und die ganze Scheiße. Das ist schwer, aber es baut auf und man kann reinwachsen. Beim Endboss, na gut, hatte ich schlechte Karten denn, aber es war wirklich unfassbar geil. Es kommen Erschreckmomente im Spiel, wo ich mich erschreckt habe. Oder es kommen Momente im Spiel, du weißt ganz genau, gleich kommt was zum Erschrecken, du spürst das. Weil die Stimmung, die Musik, das Licht, alles baut drauf auf. Du weißt, es kommt was. Und es kam schon drei Ebenen schon oder drei. Ich sag mal Räume, ja? Wenn man das als einzelne Räume bezeichnen möchte. Es gab da einzelne Räume schon lange, nichts Großartiges. Und du weißt, es muss jetzt was kommen. Und dann kommt es auch und du erschreckst dich trotzdem. Obwohl du eigentlich drauf gefasst bist. Die Grafik ist, wie gesagt, 4K HDR. Ich nehm's ja jetzt in 4K HDR für euch auch auf. Es ist der Hammer. Der Sound, es ist der Hammer. Es ist einfach nur Hammer. Sorry Leute, aber wie gesagt, ich bin überhaupt kein Souls-like-Fan. Ich habe Souls-like-Spiele für euch mal angetestet und gespielt, habe euch gesagt, dass sie so okay sind und Spaß machen und so. Aber es sind so Spiele, wo ich sagen würde, Dark Souls, Demon's Souls und so, Nioh, die, oder wie das heißt, die ich jetzt nicht sagen würde, die bevorzugt durchspielen würde. Ich bezweifle auch, sage ich euch so offen und ehrlich, wie ich bin, also wir werden das weiter spielen. Ich bezweifle auch, dass ich das Ende des Spiels jemals erreichen werde. Da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Weil dafür bin ich mit meinen 40 Jahren einfach zu alt. Meine Reflexe sind nicht mehr so gut. Ich spiele meistens abends. Da bin ich dann OKO vom Tag und da leidet auch natürlich der Körper und die Reflexe und die Augen und alles. Von daher, ich glaube nicht, dass ich es schaffe. Aber es macht mir trotzdem unheimlichen Spaß. Es ist so abnormal geil. Es macht so unheimlich Spaß. So. Und wie gesagt, wir haben jetzt, ihr habt gesehen, wir haben geschlafen. Und egal, was ihr macht, das kommt auch am Anfang, wenn ihr Returnal das erste Mal startet, kommt auch, dass praktisch nur, also ihr müsst das erste Kapitel, also das erste Level, also den ersten Bereich sozusagen, müsst ihr beenden. Also bis zum Endboss, den Endboss besiegen und in das nächste Areal vorstoßen. Um zu speichern. Erst da wird gespeichert. Also und ihr kommt nicht gleich zum Endboss. Ihr braucht bessere Waffen, ihr müsst euren Anzug jedes Mal wieder neu machen. Es ist schwer. Es ist richtig bockschwer, denn
Man müsste gucken. Auf jeden Fall, weil ich war beim Endboss eigentlich ganz gut mit bei und auf jeden Fall packt der irgendeinen Idioten Laser aus. Und knallt mir mit dem Laser weg, ey. Und ich hatte schon eine doppelte Anzugsenergie. Wie jetzt, wenn ich neu starte. Weil ich alles Mögliche gesammelt habe und so. Aber wie gesagt, ich habe knapp 5 Stunden gespielt. Ich werde das wahrscheinlich auch nochmal zu YouTube rüberladen. Von Twitch, dass ihr das sehen könnt. Ja, dann würde ich sagen, dann wartet jetzt auch. Von mir eine ganz klare Empfehlung. Auch für Leute, die nicht auf Souls-like-Spiele spielen und sich da mal ran versuchen möchten. Weil, wie gesagt, mein Empfinden ist, dass es nicht gleich so bockschwer ist wie die normalen Souls-like-Spiele, dass es langsam aufbaut. Und die Shooter-Mechanik ist wirklich erste Sahne umgesetzt. Also wirklich, das ist ein butterweicher Shooter. Also die Steuerung macht richtig Spaß. Das Einzige, was halt zu Problemen führen kann, was ich euch auch gesagt habe, ist halt der L2-Knopf. Dass ihr halt leicht reindrücken für Normalschießen, also anvisieren und Normalschießen, oder Dollar reindrücken, um diese Superkraft, also diese Bonusenergie freizusetzen, also Granaten oder halt Blitze oder was weiß ich. Deswegen habe ich mir dann meistens angewöhnt, einfach so ohne anvisieren, weil ich bin im Eifer des Gefechts, sage ich euch so wie es ist, da denkst du nicht dran. Da drückst du das Ding durch und wunderst dich, dass du nicht schießen kannst. Ah, darfst du den ganz durchdrücken. Ist ja die Bonusenergie, dass ich dann einfach da nur in die richtige Richtung geguckt habe und einfach nur drauf geschossen habe. Die meisten Waffen, da finden die Kugeln teilweise alleine den Weg. Das ist ganz cool gemacht. Nicht alle, aber größtenteils ist ganz cool. Also für Einsteiger, die sich mal an einem Souls-like versuchen wollen, ist das auch ideal geeignet. So, Platin werde ich da definitiv nicht machen. Durchspielen werde ich es garantiert auch nicht schaffen. Ich bin mal gespannt. Ihr kommt dann irgendwann in euer Haus. Ich habe auch den Pinking gebeten, weil Pinking spielt es auch jetzt gerade. Ich bin im Haus nach oben gegangen. Aber man konnte auch unten durch eine Tür gehen. Ich habe Pinking gebeten, dass er im Haus nach unten geht. Ich werde, ich hoffe, dass ich es nicht vergesse, ihm Bescheid zu sagen. Oder falls er das Video sieht, wenn du das schon gemacht hast, dann schreib mal bitte in die Kommentare, was denn passiert ist, dass die Leute Bescheid wissen. Oder beim dementsprechenden Video. Ich werde dann halt das von Twitch halt hier nochmal rüber schicken, dann könnt ihr das sehen. Ich bin oben lang, dass er dann unten geht, dass wir da mal wissen, ob da denn was anderes passiert. Weil es gibt halt viele Möglichkeiten. Ich habe auch den Schlüssel noch zum Haus, also wenn ich da jetzt nochmal hinkommen sollte, kann ich auch wieder ins Haus, denke ich mal. Mal gucken, wie die Story da denn weitergeht. Och, ich bin einfach nur unfassbar gehypt von dem Spiel. Unfassbar geil. So, nichtsdestotrotz höre ich jetzt lieber auf mit der Hobloberei hier. Wie gesagt, ich nehme es in 4K HDR auf. Unkomprimiert, mit einer sehr hohen Videobitrate. Ich lade das so hoch. Ich werde es halt nicht bearbeiten können, weil ich habe kein Programm, was 4K HDR bearbeiten kann. Ich weiß nicht, wie lange YouTube braucht, um das hier für euch freizuschalten. Also, dass es in 4K HDR zur Verfügung steht. Ich hoffe, es wird relativ schnell gehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Abonniert mich, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Ich hoffe, wir sehen uns in einem nächsten Video oder Livestream. Guckt dafür einfach mal bei Twitch vorbei. Odin_Ase heiße ich da. Link findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Ich bin jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.